Hallo, ich bin Hennes de Kuckert. Ich heiße euch herzlich willkommen in meiner Küche. Ich werde mit meiner Frau heute auf Reisen gehen. Wir werden nach Hamburg fahren. Wir könnten dich auch besuchen, wenn du Bock hast. Uns geht es eigentlich nur darum, dass wir euch sagen wollen, wir gehen nach Hamburg und wir machen eine Doku daraus. Also, meine Frau wird gleich von der Arbeit kommen und ich werde sie dann abholen. Dann werden wir zusammen uns fertig machen und dann sitzen wir schon in der Mitfahrgelegenheit. Herzlich willkommen in Hamburg. Wir sehen uns gleich. Das ist unser Zimmer, bei unsere ersten, wie nennt man das, Couchsurfen? Airbnb. Ja, ist gemütlich. Ja. Also es gibt eine Küche, habe ich gesehen. Also hier gibt es wahrscheinlich mehrere Leute, die hier wohnen, ne? Ja. So wie ich das verstanden habe. Hier steht sogar ein Fahrrad. Ja. Sieht gemütlich aus. Es gibt auf jeden Fall Bombe haben die hier. Fuck off. Schätzi, wir haben Tequila. Also, wir haben Tim kennengelernt. Ja. Ein cooler Typ, der hat uns da hinten diesen. Ich weiß nicht, sieht man den überhaupt? Diesen riesen Bunker hier. Ist auf jeden Fall ein alter Bunker. Wer hat uns eingeladen? Gott, ja, ne? Ja, du kannst halt nicht mehr was sagen. Ich hab's ja eigentlich euch jetzt gerade gesagt, ne? Es ist vom Bunker, der hat uns eingeladen. Ja. Also, der ich hat uns eingeladen, der Bunker. Ich hab diesen Tim angesprochen, ich hab gesagt, ey, was geht denn hier so in Hamburg? Wir sind seit ein paar Stunden hier. Er hat gesagt, wir gehen auf eine Privatparty und dann machen wir auch eine Privatparty in einem Bunker. Ja. Das waren unsere ersten paar Stunden Hamburg-Erfahrungen. Ja. Und wir gehen jetzt zu Hause in unser nettes Zimmer und da tanzen wieder welche hier. Wir sind nur coole Menschen nicht unterwegs. So. Hamburg rockt schon ein bisschen so. Morgen treffen wir Stefanie. Wir gehen ins Aloha, aber wir melden uns dann morgen nochmal. Also wir werden unseren Abend jetzt ausklinken. Vielleicht kommen wir gleich nochmal wieder in unserem Zimmer. Kommen wieder. Ihr wisst schon, was ich meine so. Viel Spaß. Ciao. Euer Hamburg. M&H Loving in Hamburg. Und was trinkst du? Ich bin auch da. Ja. Der unleckerste Sex on the Beach habe ich mein Leben probiert. Und ich trinke hier einen billigen Green Hornet. Ja, wir waren jetzt gerade 20 Up. Wir haben Cocktails getrunken. Teure Cocktails. Teure Cocktails. Einer war nicht so lecker, der andere war lecker, der andere war nicht so sehr nach Rosmarin. Ja. Möchtest du dich einmal vorstellen? Ich möchte mich vorstellen, ich bin die Stefanie von Vegan League und habe einen total geilen Abend mit total vielen Bielefeldern und Lebkuchen. Ja, wir hatten einen tollen Abend. Jetzt gehen wir eine Pizza essen und mal gucken, ob ich auch eine vegane Pizza da bekomme. Das bleibt spannend. Oh, das wäre natürlich erstklassig, ne? Das wäre ganz großartig. Wir bedanken uns auf jeden Fall für diese tolle Rundführung durch Hamburg. Reeperbahn und Co. Reeperbahn kann ich. Ja, es war auf jeden Fall ein wundervoller Tag. Ja, das war einfach super und den beschließen wir jetzt hier heute, bevor ihr ins Dollhaus geht und ins Molly Malone und zum Fischmarkt. Und zum Fischmarkt und Co. und weiter und weiter und weiter. Und Cut. Dankeschön. Tschüss. So, das ist der Dom. Meine Frau und ich waren jetzt gerade auf der Reeperbahn. Mhm. Wie war es für dich? Oh, traumatisch.
traumatisch. Ja. Du hast so viele schlimme Dinge auf einmal gesehen. Oh mein Gott, ja. Wir brauchen nicht mehr in ein Sexmuseum gehen, weil wir haben schon alle die schlimmsten Sachen gesehen. Und jetzt gehen wir dahin. Ja. Hier. Ein bisschen Zirkus, nein, nicht Zirkus, Kirmes. So, das ist mein erstes Riesenschiff, was ich sehe. Und hier ist die wunderschönste Frau der Welt. Marge! Ich bin nicht so gut. Ich liebe dich. Und wo sind wir jetzt? Wir sind in Hamburg, am Hafen. Hafen, genau. Wir haben den Hafen erreicht. Es regnet richtig viel. Ja. Zeig mir mal meine Hose. Den Unterschied. Das ist vorne und das ist hier. Ich bin komplett nass. Mein Arsch ist trocken, ne? Ja, dein Arsch ist trocken. Ja, er hat einen Schutzmechanismus. So, wir sind jetzt in der Hermannstraße und wir sind klitschnass geworden, richtig nass. Willst du nicht zu mir kommen, müssen? Perfekt. Ja, unser Resultat über Hamburg ist so richtig toll. Wie fandest du es? Ja, es war richtig gut. Was war dein schönster Moment? Mein schönster Moment? Schwer zu entscheiden, aber Reeperbahn war total schön. Also für mich war definitiv die Pizza. Oh, die, Pizza. Die 2-Euro-Pizza. Die Fotos kommen, glaube ich, definitiv dazu. Und das Schlimmste? Ich kann mich auch nicht entscheiden. Doch, Sex on the Beach am Dings. Das 20 Up hat sowas von verkackt bei uns. Yeah. Also da kommt die schlechteste Bewertung des Jahrhunderts. Die Jessica, hieß sie, ne? Die kleine Bitch. Ja, unsere Kellnerin. Unsere Kellnerin, so, die war unhöflich ohne Ende. Es hat nicht Spaß gemacht, aber ich werde dazu noch mehr schreiben und so kommentieren. Also bei Google werde ich mir definitiv diese Jessica vornehmen und das erstmal 20 Up schreiben. Das ging ja gar nicht. Und die Preise, oh mein Gott. Also das war das schlechteste Sex on the Beach, den ich je gesehen habe. Und das für 12 Euro? Ich glaube 12 Euro, ja? 11 Euro, ja. Ja, ja, 12 Euro, glaube ich, waren das. Ja, die Deko war schön, die Aussicht war toll. Mein Arm wird langsam schwach. Ich wechsle mal. Ich kann das halten. Nein, kannst du gar nicht, deine Arme sind zu kurz dafür. Dann sind wir nur so, weißt du? Ja, wir warten auf jeden Fall jetzt hier in der Hermannstraße auf unsere Mitfahrgelegenheit. Ja. Und ja, dann geht's wieder zurück ins sonnige Bielefeld. Ja, wir melden uns.